Heidelberg, hier ist der Gusor. Und ja, ich wollte euch nochmal an diesem Moment teilhaben lassen. Ja, hier hatte ich nochmal gut ein Jahr auseinandergenommen. Und ich wollte halt einfach nochmal die Möglichkeit geben, oh, hier nochmal dabei zu sein. Kurz vor dem Urlaub ist es ja bei mir soweit. Ich habe hier jetzt nochmal kurz ein auseinandergenommen. Gucken wir gleich mal rein. Ach nee, brauchen wir gar nicht weiter schauen. Hier so, zack, gucken wir mal. Ja, genau. Wir drücken auf Sammeln. Ihr sollt ja mal dabei sein, wenn es halt möglich ist. Wenn halt was in der Base passiert, klar. Und hier können wir uns einfach mal wieder zwei Mauern gönnen. Ich kann euch gleich nochmal einen Angriff zeigen. Klar, kein Thema. Ich überlege gerade, wo ich die Mauern setze. Ich glaube, hier werde ich eine setzen. Und ich werde die andere hier setzen, dass ich dann so langsam diese T-Stücke halt auch nochmal zusätzlich abgesichert habe. Und schön, mein gesamter Loot ist wieder komplett verballert. Jetzt müssten es 189 Mauern sein. Bin da wieder ein bisschen. Ja, 189 Mauern haben wir mittlerweile. Das läuft auf jeden Fall. Zack, zack, passt. Und genau, jetzt gucken wir uns den Angriff nochmal kurz an. Der war ganz nice. Passt. Ich bedanke mich nochmal kurz. Zack. Und ja, war so Barge halt so ein bisschen. Aber dadurch halt eben mit den Helden ist natürlich immer noch was anderes. Ob man jetzt sagt, gut, okay. Weil das ganz einfache Barge wäre hier natürlich nicht gegangen, weil ich halt nicht komplett die Lager auch bekommen hätte. Und es lief ganz gut. Das lief hier echt ganz nice. Hat halt noch ein paar Wut am Start. Hab mir gesagt, gut, okay, komm. Ein bisschen wütend kannst du auch werden. Und klar, logisch, Rathaus habe ich jetzt nicht bekommen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber ansonsten ging das hier ziemlich gut zur Sache. Passt. War dann ganz in Ordnung. Knapp über 700k. Lief. So, jetzt gucken wir mal, ob hier noch irgendjemand anders. Ist ja richtig stressig hier. Okay, mal gucken. Ob wir hier noch einen geilen Fight finden. Mal schauen, ob noch irgendeiner... Ich habe gerade nichts. Nee, hat gerade keiner was. Ist aber auch nicht weiter wild. Soll mich jetzt nicht wirklich stören. Passt. Ich guck mal ansonsten noch mal bei mir selber rein, ob wir hier noch was zeigen können. Hier habe ich gut aufs Maul bekommen. Ach, gucken wir mal rein. Gucken wir da einfach mal rein. Lootmäßig war hier natürlich auch gut was am Start. Ah, sehr geil. Der hat ja richtig Mauerbrecher verballert, aber da ist er dann reingekommen. Aber mehr halt auch nicht. Und dann natürlich, Alter, der hat ja am Anfang hier richtig kassiert, würde ich sagen. Da habe ich ja mal meine Truppen oder meine Dev-Gebäude so komplett richtig aufgestellt gehabt. So, jetzt kommt der X-Bow. King sollte auch gleich down gehen vom Gegner. Genau. Und jetzt kommt hier mein 30er King, der jetzt down geht. Klar, bei den ganzen Magiern auf jeden Fall. So. Jetzt ist natürlich DLX alles weg. Aber so ist das Leben, Jungs und Mädels. Passt schon. Ist okay. Krass, dann haben die Magier halt echt so krass lange überlebt, wenn man jetzt sagen würde, was soll denn hier noch passieren, oder? Zack, das geht down. Krass, dass der halt echt noch so einen Loot bekommt. Weil das ist da hier jetzt nur noch die beiden Magier, oder nicht? So. Ja, die halten dann aber doch was aus. Ich meine, der Minenwerfer macht halt nicht so. Zack, die sind down. Hat er doch gar nicht alles bekommen. Aber trotzdem relativ viel. Aber er hätte halt noch mehr holen können. Also von daher passt das. Also da heule ich nicht rum. Alles gut. Passt. Ist nicht wild. So, jetzt gucken wir mal, ob hier noch einer was geschrieben hat. Ich kann mich da gerade nicht so reindenken. So. Läuft auf jeden Fall. Das ist doch richtig nice. Also wie gesagt, ich gucke mal, dass ich eventuell auch mein Base-Layout dann wieder mal ändere. Aber guckt euch das doch mal an, wie geil das mittlerweile echt mit den Mauern aussieht. Aber gucken wir nochmal hier. Ich will nochmal ein bisschen im Fight hier drin gucken. Wie findet ihr das? Ist doch mega geil, dass jetzt wirklich mit den Wiederholungen echt auch mal wirklich weiter
anzuklicken ist. Hier war ja gar nichts. Aber guckt euch den mal an hier. Den würde ich gerne mal gucken. Weiß ich gar nicht mehr. Truppenkonstellation ist halt ziemlich günstig, logischerweise. Und dann halt hier schön Barge. Und dann läuft das. Und da kommt man halt echt den Mauern richtig, richtig, ja, entgegen. Und hier halt wirklich einfach gesagt, gut, okay, komm, dann halt wirklich King, Queen hinterher und richtig reinballern. Weil das ist halt echt die Sache, die mir jetzt halt richtig, richtig zugute kommt. Klar, da habe ich definitiv das Rathaus vergessen. Weil es ja halt auch noch ein Lager ist, da hätte man natürlich noch mehr reißen können, aber ich wollte halt wirklich das Dunkle hier halt nochmal klar machen. King geraged, klar, logisch, dass der halt wirklich den anderen King platt macht. Und dann läuft das hier auf jeden Fall. Ganz klare Nummer hier. Queen ist noch voll am Start, hat auch noch die Ability, wird gleich gezündet. Bahamas! So läuft das. Und ich glaube, die ging sogar noch aufs Alex ein bisschen. Zack, läuft. 52%. Wie gesagt, ist mir jetzt vollkommen egal. Aber die haben wir mitgenommen. Und hier sieht man halt wirklich wieder, wie krass geil das abläuft hier. So, Bowler und Boogie. Ja, Boogies sind doch geil. Gutes Ding. Passt doch. Läuft. Einwandfrei. Das war's erstmal. Ja, wie gesagt, ich möchte mich mit dem Video so ein bisschen verabschieden für die nächste Zeit und auch irgendwo für die letzte Zeit auch bedanken. Also momentan, im Moment der Aufnahme, sind die 20.000 Abonnenten noch nicht geknackt. Da fehlen mir noch 120 oder sowas. Ich gehe mal davon aus, dass sie in dem Moment, wo ihr das Video seht, eventuell schon geknackt sein werden. Ich nehme dann das Special später auf, logischerweise. Und ja, ich habe mich, ihr werdet es eventuell auch in den letzten Videos gesehen haben, dann wieder wirklich so ein bisschen drauf gesetzt und gesagt, gut, okay, komm, ich will wieder in die Thumbnails halt ein bisschen mehr Zeit reinpacken und auch in das Bearbeiten des Videos halt eben selber, weil ich halt gemerkt habe, wirklich in diesen Videos, wo ich halt zwei Videos am Tag gebracht habe, ist es mega geil, ganz klar. Aber es fehlt einem wirklich die Zeit für dieses Schöne im Detail ordentlich durchdacht. Also sprich auch, ah, gut, okay, der Titel vom Video so und so und nicht einfach nur Angriffe. Klar, ihr habt natürlich dann wieder ein geiles Video gehabt, ohne dieses Thumbnail und so weiter und so fort. Aber ich meine, das gehört natürlich auch irgendwo dazu. Und vielen, vielen Dank dafür, dass ihr so weit den Weg mit mir gegangen seid, bis jetzt auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dafür und für die geile Zeit. Also, das ist halt, dass man halt auch wirklich sagen kann, ey, das bringt wirklich was. Das bringt halt wirklich was. Und wenn man halt wirklich irgendwie einen hat, der halt irgendwie rumgemotzt hat in den Kommentaren, kommt gleich 5 Minuten später einer, der sagt, ey, komm mal ein bisschen klar auf dein Leben, chill mal ein bisschen. Und dann passt das. Das finde ich mega geil. Auf jeden Fall. Das war's von mir. Wie gesagt, ich wünsche euch eine gute Ferienzeit, wenn die eventuell noch nicht bald vorbei sein sollte. Weil, wie gesagt, für mich beginnt jetzt die Urlaubszeit. Ich habe die erste Aprilwoche Urlaub. Das war's von mir. Ihr haut rein. Viel Spaß mit dem Video. Oder ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Video. Das war's. Ciao, ciao.